Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu Pixelmon, dem Vorprojekt zum Multiplayer-Projekt, wo dann auch mit anderen Let's Player ist. Und dafür brauchen wir noch einige Zeit, weil der Server zwar auf ist, funktioniert, aber wir kommen nicht drauf. Und da müssen wir noch ein paar Sachen umstellen oder so. Das geht noch einige Zeit, deshalb fangen wir an mit dem Singleplayer-Projekt. Und dafür habe ich mir ein eigenes Modpack zusammengeschustert. Und darin ist zum Beispiel Pixelmon. Dann Open Blocks Mod. Dann Schießel 2. Ja, alles Mögliche. Zum Beispiel da oben rechts die Shune Map. Und Optifine Fastcraft. Aber das seht ihr im Part 0, dem vorherigen Part, der ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Dort habe ich da alles erklärt und jetzt fangen wir an mit dem Let's Play. Wie in jedem Start von Minecraft müssen wir mal eine Crafting Bench machen. Und mit der Crafting Bench müssen wir ein paar Sticks machen. Die macht man so zu einer Spitzhacke. Und damit kann man jetzt Stein abbauen, wie ganz normal, wie in jedem Start. So, jetzt habe ich jetzt zwei. Habe ich noch eine gemacht? Okay. So, wir gehen jetzt mal, okay, einen schönen Platz für ein Häuschen suchen. Da unten hat es Wasser. Wo sind wir hier überhaupt? Wir haben hier Fichtenbiom, wir haben ein Mega, ein Extreme Hill Biom. Und da vorne gehen wir mal ein bisschen hier entlang. Da vorne haben wir auch. Okay. Wir sind hier irgendwie so in einem Tal. Ringsum hat es kalte Biome. Und hier hat es ein gemäßigtes Biom, ein Waldbiom. Jo, was sollen wir? Können wir mal kurz auf die Minmap schauen? Ja, in diese Richtung könnten wir. Oder sollen wir hier bleiben? Ist eigentlich noch schnuckelig so. Gehen wir mal auf diesen Berg dort. Und dann machen wir irgendwo ein bisschen weiter unten eine Farmhöhle, wo wir Steine farmen und Erz und so. Ja, hier oben ist es eigentlich recht schön. Okay, ja, da können wir hier gleich rein, haben wir schon mal Kohle. Dann könnten wir eigentlich hier die Höhle machen. Also die Strip-Mine. So. Okay. Nehmen wir mal die 8 Kohle. Das hat echt viel Kohle hier. Das ist gut. Jetzt brauchen wir noch Stein. Mindestens 11. Wir machen 14. Dann haben wir eine Spitzhacke, eine Axt und einen Ofen. So. Gut, und Crafting Bench hin. Jetzt machen wir mal die Sachen. Spitzhacke, Axt und ja, nicht aufteilen. Einen Ofen. So, in den Ofen mache ich mal die Hälfte. Aber wir haben noch nichts zum Verbrennen, also Ding. Wir haben leider noch nichts zum Reinwerfen in den Ofen. Dann Ja, da müssen wir meinen, oder? Wir suchen noch eine Höhle am besten. Es gibt sie leider so in einem Waldbiom nicht allzu oft, aber irgendwo finden wir sicher etwas. Ein Krebskorps und ein Ultigaria. Da haben wir nochmals eines dieser. Wie heißen sie?
Aprikokos, genau. So. Da vorne haben wir noch eine blaue. Dort vorne haben wir auch eine Höhle. Gut. So, in diesem Projekt werde ich manchmal ein paar Fragen an euch stellen, was ich so bauen soll, was ich fangen soll. Und ihr dürft gerne die Pokémon, die ich fange, könnt ihr gerne ja, einen Namen ausdenken. Müsst nicht euer YouTube-Name sein oder euer Minecraft-Name. Kann auch ein Fantasiename sein, kann ein Name von einem Star oder von einem, weiß nicht, was passt. Und ich werde es dann umbenennen. Ich glaube, man kann es umbenennen nachher noch. Oder sonst schreibt ihr einfach mal etwas in die Dinge, in die Kommentare, was für ein Pokémon ihr gerne hättet, was ich fangen soll. Dann, was ich, also wie ich es nennen soll. Und ja, das wäre es eigentlich. Und wenn ich es dann habe, dann werde ich es natürlich so benennen. So, ich suche immer noch eine Höhle. Es wäre schon gut, wenn wir eine Höhle haben. Oh, ein Taubos. Das wäre doch ein geiles Pokémon. Ich will jetzt nicht schon am Anfang die stärksten Pokémon haben. Außerdem möchte ich so viele Shinies wie möglich fangen. Und ja, ist ein bisschen schlecht gerade. So. Gut. Die Lava wird jetzt weggehen, weil sie keine Quelle mehr hat. Da haben wir noch mehr Eisen. So. Ein Pokémon Center müssen wir noch suchen. Aber da kann man leider die nicht abbauen, glaube ich. Mal schauen. Sonst müssen wir halt alles selber machen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, oder? Ah, das ist das Eiffi-Feuer oder so irgendwas. Ich weiß es nicht genau. So. Also. Was wir machen, ist ganz viele Dörfer und Städte, wo dann auch Arenen haben. Und ich werde dann wie in einem Pokémon-Spiel eigentlich die Sache machen und dann auch ein bisschen RPG machen. Also das Projekt ist auch ein RPG-Projekt. Und hier ist die Höhle, oder? Dann gehen wir wieder rein. So, könnten hier nochmals ein Waypoint machen, bisschen weiter weg. Haushöhle, aber eine andere Farbe, rot. So, da haben wir das auch. Hier könnten wir noch ein bisschen Kohle abbauen. So, also einen haben wir. Wir haben einen Great Ball. Von wo haben wir den Great Ball? Ah, das war wahrscheinlich so ein Poké-Loot-Ball. Cool. Ja, die müssen wir eigentlich nicht hier aufbauen. Wir machen mal ein paar Fackeln. So. Also, als erste Frage für euch in die Kommentare ist, wollen wir hier bleiben oder sollen wir ein bisschen weit weggehen, wo es ein bisschen mehr Platz hat, für zu einem Haus bauen, am besten ein Dorf bauen? Für mich wäre es natürlich positiv, wenn wir ein bisschen weiter weggehen, damit wir auch ein Pokémon Center haben. Ja, ich denke, naja, mal schauen. Also, dann machen wir eine andere Frage. Wenn ich jetzt dort bin, bei einem Pokémon Center, gefällt es euch dort? Wenn ja, dürft ihr es unten schreiben, aber ihr müsst es natürlich zuerst sehen. So, was ist das für ein Buch? World Domination with Open Blocks. Bock mit Gay und der Never Guest. Aha. Blocks. Aha. Ein Haus. Drop the village, highlight down in a village and give it a redstone signal. It will outline the perimeter of the village and draw a box in the iron golem spawning area. Useful if you want to make sure villages on don't merge into each ort or you're making an iron farm. Das ist so klein, ich kann fast nicht lesen. XP.
Ah, nichts per Tank. Aha. Okay. Einen Kran können wir auch machen. Nice. Ah, Lujack. Den könnten wir dann mal brauchen. Aber ich nehme da lieber Rucksäcke. So, wir machen und eigentlich eine Axt und ein Eimer. Eine Spitzhacke, nein, eine Spitzhacke meine ich. So, und ein Eimer. So, dann haben wir das, dann können wir eigentlich schon loslegen. So, also, wo haben wir das Ding gesehen? Da oben links. Dazu müssen wir in diese Richtung. So. Also gehen wir in diese Richtung. Oh, Damm hier Plex. Scheinbar schon. So, in diese Richtung. Irgendwie ein bisschen anders. Ja, es ist eher in diese Richtung, genau. Ja. Die Minimap ist eigentlich eine der besten, aber sie ist nicht so übersichtlich wie zum Beispiel Sans Minimap. Dafür hat sie eben eine World Map und das ist das Wichtigste eigentlich, damit wir einfach sehen, wo unser Zuhause liegt und so weiter. Also viel umfangreicher sozusagen, aber eben dadurch auch unübersichtlicher. So, einen anderen Zeiger von der Spielfigur hätte ich gerne. Der sieht ein bisschen krüpelhaft aus. Ja, nein, nicht krüpelhaft, aber ja, anders. Ja, ich habe die Vanilla-Mobs angemacht, nur damit ihr euch nicht irgendwie fragt, wieso ich Vanilla-Mobs habe. Weil wir sehr viel mit Wolle machen, wollen wir eine Wollfarm machen. Und das können wir mit, ja, mit Pokémon nur schlecht machen. Wir müssten sie dann immer wieder besiegen und so weiter. Dann habe ich das mal angemacht und damit wir auch dann Mobs killen können, machen wir dann einfach manchmal auf easy oder schwer, am besten schwer, ja, sonst ist es ja zu wenig schwer. Der Albert! Hallo! So, ich will auch mal das Glumanto kämpfen lassen, deshalb greifen wir hier mal irgendwie das an, nicht den Rapfratz. Und auch nicht so etwas. Außerdem habe ich die Autokämpfe ausgemacht, damit uns nicht tausendmal jemand angreift. So, wir kratzen ein bisschen das Magikarp kaputt. So, leider machen wir natürlich viel weniger Schaden. Wir sind auch drei Level unter dem. Aber Carpador können bis Level 15 nicht angreifen. Darum ist es eigentlich ein gutes Pokémon zum Ding. Zum Besiegen. So. Ich habe zwar Misskraft drauf, aber Misskraft tut so extrem laggen und hat immer schlechte Mods, deshalb werde ich da keine Farmwelt machen. Und eventuell werde ich dann auf dem Server einfach Bucket, das ist Big God oder wie das heißt, installieren, damit wir Multiverse haben. So. Schön. Schöner Loot. Richtig gut. So. Da haben wir. Hier hätten wir das von Mistcraft. Dark Green Color, das braucht kein Schwein. Ein paar Bücher mitnehmen. So. Und ja, Writing Desk müssen wir nicht mitnehmen, wenn wir keine Welten machen. Ja, wir brauchen ja ein Pokémon Center am besten. Oh, schöner Berg mit den Blumen. Da unten hätten wir noch viel Eisen. Nicht runterfallen. So, ein bisschen mehr Musiksound anmachen. So. Das ist ein Blumenbiom. So.
aber ich hätte gerne einen Pokémon-Sender. Es bringt alles nicht, wenn wir kein Pokémon-Center haben. Können wir das Glumanda dann nie heilen? Kann ich weniger zeigen von Pixelmon? So. Hier haben wir nochmals einen schwarzen. Kein Pokémon Center. Wieso gibt es am Spawn nie einen? Das kommt doch ein. Also das kann man doch machen als Entwickler eines Mods. Ah, ich werde eventuell bald einen Mod machen, aber dafür brauche ich einfach ein bisschen Motivation und Zeit vor allem. So, hier ist noch ein versteckter Moon, also Mondstein. Cool. So, sehen wir mal auf die Map. Nichts Rotes, gell? Schade. Ja, der Start bei Pixelmon ist meistens ein bisschen nervig, bis wir ein Pokémon Center haben. Ich glaube, Märkte gibt es nicht mehr. Früher gab es immer Märkte. Ich habe ja bisher so viel erkundet, aber nie habe ich Märkte gefunden. Bisschen schade. Die hatten ein blaues Dach, wie auch im Pokémon-Spielen. Und hatten NPCs, glaube ich. Nein, hatten sie, glaube ich, nicht, oder? Keine Ahnung mehr. Vielleicht wurden sie einfach rausgenommen, weil sie ja eben kein Ding haben. So, das ist so ein Versteck. Hier haben wir einen Eingang und einen Master Chest mit einem Wasserstein drin. Sehr schön. Also wenn wir erkunden, dann haben wir eigentlich recht viel. Wo bin ich jetzt? Ah, oben rechts. Leider immer noch kein Pokémon Center. Ich gehe jetzt mal runter hier. So, ein Lydian und ein Trainer. Könnten den Eimer mal füllen. So. Hier haben wir noch eine Höhle. Nochmals eine Apricoco in Weiß. Ja. Hier haben wir nochmals Carpator. Sind ab Level 17, 12, 7. So, Scratch. Schneller, ich ertrinke sonst. So. Okay, man, der trinkt irgendwie nicht. Das Glumanda hat Ender, also Glut. Erlernt. Okay. Forskinella oder so irgendwie etwas. Oder Forstelka. Nein, das ist ein anderes Pokémon. Vor allem eines der kuriosen Pokémons. Ich weiß es nicht, wo eins ist. Wir müssen unbedingt eins finden. Oh, hier ist ein Moosstein. Damit kann man ein Evoli zu einem Pflanzen-Pokémon entwickeln. Wo ich den Namen leider nicht weiß, weil ich diese Version vom Pokémon nie hatte. Und die nachfolgenden auch nie. Muss ich hier unbedingt nachholen. Ich muss ein Gameplay 3. Wie heißen die? 3DS, genau, 3DS kaufen in XL und alles Mögliche. Mit einem der neuesten Dinge. Am besten das neue Mystery Dungeon, das ja bald rauskommt. Ich hoffe, es wird gut. Nochmals ein Wasserstern, sehr gut. Ein Smetbo, saugeil. Aber ich habe liebes Smetbos aus Raupis, damit wir auch Tackle haben. Und Konfusion. Das meistens dann schon verlernt ist mit diesem Home Level. So, jetzt schauen wir nochmals.
Ja, es ist eins dort. Ja, genau, auf der Minimap ist es auch schon zu sehen. Sehr schön. Dann haben wir mal ein Pokémon Center gefunden. Jetzt könnten wir hier ein Dorf bauen oder so. Dafür brauchen wir eine Schafsfarm. Müssen wir dann auch noch machen. Jo, also gefällt euch diese Region hier? Ist recht, ja, hügelig, flach. Soll ich beides sagen? Okay, und wenn es euch halt nicht so gefällt, kann ich auch woanders nochmals suchen. So. Ja, es ist leider ein bisschen reingebackt. Da ist es der Eingang. So. Also ich habe ja alles mitgenommen. Dann können wir gleich mal die Sachen hier tun. Einfach mal an den Eingang. So. Gut. Also zuerst mal die Sachen lagern, die ich nicht brauche. So. Ja, Heavy Ball möchte ich mitnehmen. Heavy ist Schwerball. Wasserstein, Wassergun, Gem. Ja. Die Sachen. Apikokas möchte ich anpflanzen. Gold können wir reintun. Gut. Hier mal die Kohle rein. Erze haben wir noch nicht mehr. So. Dann schauen wir mal, wo wir die Apikokas am besten hinpflanzen können. Ja, hier. Dann werde ich weiß gleich nebenan machen hier. So. Noch ein. Dann rosa. Blau ist hier. Und der Rest haben wir noch nicht. Gut. Aber ihr nervt ein bisschen hier. Greife den noch an. Ember, komm. Ja, ist halt nicht effektiv. Stimmt. Ich hoffe, du hast einen guten Ding, wie sie man sagt. Dass nicht negativ irgendwas Gutes ist. Das schauen wir mal gleich. Da können wir hier draufdrücken. Summary. Stats. Speed ist runter. Das ist gut. Special Attack ist an. Ich glaube, man kann hier Disable Leveling. Nein. Hier. Renan Pokémon. Wie nennen wir ihn? Wie sollen wir ihn nennen? Sehr schwer. Einen guten Namen, bitte? Jo, was können wir nennen? Wir nennen es Starti. Einfach mal, vielleicht habt ihr einen besseren Namen. Der Starti, so. Der Starti ist nun. Der Stati, also das Glumand ist jetzt nun der Stati. So. Also. Spelsbrot. Knofenser. Ah, oh, den musst du besiegen. Den musst du besiegen. Ember, komm, verbrenn das Teil. Nochmals Ember. Smokescreen, gut. 10. Okay, Level 10. 2 Level höher. Das ist wahrscheinlich auch. Ja. Level 8. Level 3, okay. Schade. Ich hätte es gerne einen gefangen. Aber wir bekommen sicher irgendwo noch eins. Spearow, nein. Das ist nicht so ein gutes Pokémon. Also ich finde es vor allem nicht so gut. Oh, nochmals ein Mossdown. Oder Mossyrock, also ein moosiger Stein. So, da haben wir mal ein grünes. Feins haben wir bekommen, okay. So. Ein gelbes haben wir auch hier. Schön, schön. So, was ich nicht will, ist im Pokémon Center dann zu wohnen. Weil die Geräusche sind recht stark. Level 17, nein. Level 12. Ja.
Okay. Dann nehmen wir ein Bellsprout. Und haben es gefangen. Schauen wir mal das an. Ja, ist gleich. Gleicher Typ. Okay. So, was könnten wir machen? Fisch? Nö. Nö. So. Schwarze Apikor. Dann tun wir die mal hier hinpflanzen. So. Jetzt brauchen wir noch eine Schaufel. Machen wir noch eine Schaufel. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. So. Machen wir Glas aus diesem Sand. So, wir brauchen eben eine Schaufel. Da ist der Crafting Bench. Machen wir gleich eine Eisenschaufel. So. Dann haben wir noch mehr Platz für die Apikokos. Und im nächsten Part trainieren wir das Glumanda. Oder nein, das Bellsprout trainieren ein bisschen. Und im Glumanda fangen wir noch mehr Pokémon. Und eben da es man es ja auch umbenennen kann immer wieder, könnt ihr natürlich dann auch für die vorhandenen Pokémon ein paar Spitznamen ausdenken. Ich würde mich freuen. Und ja, was soll ich für eine Anfangsstadt machen? Wie soll sie aussehen? Und sollte sie besonders haben? Ein Typ, wie zum Beispiel Feuer oder Wasser. Und ja, wie soll die Architektur sein? Soll sie mittelalterlich? Ja, nein. Ja, ich möchte eigentlich alles so ein bisschen modern machen. Aber wir könnten gerne so Städte machen, wo auch ein bisschen ein Themengebiet haben. Wie zum Beispiel asiatisch oder griechisch, ägyptisch und so weiter. Und wenn ihr Ideen habt für Dungeons, wenn ihr Ideen habt für Routen, also wenn jetzt zum Beispiel eine Route durch einen Berg soll gehen oder bei einem Vulkan entlang, alles Mögliche. Also da dürft ihr gerne Sachen wünschen euch. Und ja. Ich freue mich dann auf den Server, wenn es überhaupt geht. Und bis dann muss ich halt eben Singleplayer alles machen, aber wir können das im Server dann alles reinmachen, dass ich diese Sache noch habe und dass ihr dann ein paar Sachen auch nutzen dürft und so weiter, was ich schon gebaut habe. Ja, aber eben der Server geht noch nicht, also man kommt nicht drauf, egal was wir machen. Da müssen wir noch irgendwas ändern, weil Nitrat ist nicht gerade so gut beim Einstellen. Und deshalb, ja, gibt es mal ein bisschen Probleme. So, im nächsten Part werde ich noch ein paar Mods zeigen. Und eben fangen wir noch ein paar Pokémon und machen ein Haus. Also, bis denn, tschüss.